1964 feiert Schön als neuer Bundestrainer Premiere. Vom Nationalspieler zum Bundestrainer. Hier gilt nun Helmut Schöns Wort. Aufmerksam, sensibel, skeptisch. Schön ist jetzt der Chef. Berufen, aber auch argwöhnisch betrachtet von Sepp Herberger, seinem Vorgänger, dem Macher des WM-Wunders von Bern. Nach dessen 28 Amtsjahren war nun Zeit für ein neues Gesicht. Helmut Schön war natürlich jünger, er hatte eine ganz andere Art. Und er war auf seine Art auch manchmal sehr lustig und sehr witzig. Also. Und was haben Sie sich gestern gedacht, als das zweite Tor für Deutschland fiel? Ich habe mir gedacht, es wäre ganz schön, wenn noch das dritte käme. Doch nach Spaß ist Schön nicht zumute. Im Gegenteil. Im September 65 steht das entscheidende WM-Qualifikationsspiel gegen Schweden auf dem Programm. Und Schön droht der Ausfall seines besten Mannes. Kapitän Uwe Seeler liegt mit Achillessehnenriss im Krankenhaus. Damals eigentlich das Karriereaus. Doch Schön legt sich fest. Seeler soll spielen und greift deshalb zum Telefon. Ja, sagt er, trauen Sie sich dann zu, das Länderspiel in Schweden zu spielen? Und dann habe ich gesagt, Schön, ich glaube, ich kann das wagen, das kann ich mir zutrauen. Und da hat er gleich gesagt, ja, dann spielen Sie auch. Und weil man ja immer gesagt hat, er ist so vorsichtig und Zauderer, da muss ich sagen, da wäre mir fast das Telefon aus der Hand gefallen. Weil das habe ich nun nicht erwartet. Schöns Plan geht auf. In Stockholm dreht seine Elf einen 0:1 Rückstand in einen 2:1 Sieg. War die Nummer ab. Und Tor! 1:1. Das ist aber gut noch. Uwe Seelers Achillessehne hält, auch bei der entscheidenden Szene. Ja, 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 Seeler, Tor! Seeler persönlich sorgt für den Siegtreffer und dafür, dass sein Trainer für einen Abend zur Ruhe kommt. Als wir gewonnen hatten, qualifiziert waren für England, kam er in der Kabine und sagt, Uwe, heute trinken wir einen Whisky. Ich sage, Schön, ich trinke keinen Schnaps. Heute trinken wir einen Whisky, du und ich. Da habe ich ihn angeguckt, ich sage, gut, dann trinken wir heute Abend Whisky. Und ich habe ja auch einen Schluck mitgemacht. Allerdings, ich glaube, er war an dem Abend etwas lustiger als ich.